De Goscinny und Oterzo, bringe dem Asterix sein erstes Mundartbüchelchen auf Hessisch raus. Hebe und Dribbe, geschribbe und gemalt von Alberto Oterzo. Im Jahre 50 vorm Herrgott habe die Römer schon das ganze Gallie aufgemischt. Das ganze Gallie? Na, klar, Kaff hört nicht auf, sich mit denen Babsäck zu bumpe. Und das Leben ist nicht einfach für die römische Soldaten, die wo als die Besatzung in denen Lare Labedrum, Babadorum, Brimborium und Klabembelum hocke. Aber zuerst eine kurze Vorstellung von ein paar von denen Gallier. Das hier ist der Asterix, der Held von denen ganze Geschichte. Das ist ein kleiner, listischer Krieger, der wo's vollbringen tut und dem er auch alles anvertrauen kann. Der ist deswegen so stark, weil der immer dem Troid sein Stöffchen petze tut. Das da ist der Obelix und der ist dem Asterix sein mobbeligster Kumpel. Der macht den Hingelstar, tut gern Wutze verputze, sich mit der Babsäckbombe und für ein neues Abenteuer mit dem Asterix zusammen lässt er alles sause. Mit bei sich hat er immer den Idefix, der wo gleich anfängt zu plärre, wenn er mal ein Baum gefällt wird. Desto ist der Miragolix, der Druid von dem kleinen Kaff. Der tut Mistele schneide und Rumbrutzele und dem sei allergrößt Hit ist aber das Stöffsche, das wo es sau stark machen tut. Und der Miragolix hat auch ganz anderen Dinger im Petto. Das ist der Trubadix, der wo allesmal singe tut. Selber hält er sich für Motzkartoffel, die anderen glaubt, dass er was am Streus hier hat. Doch wenn der die Schnut nicht aufmacht, dann ist er der lustigste Kerl überhaupt. Und desto ist der Majestix, der Chef vom ganzen Verein. Bei seinen eigenen Leuten ist er richtig angesehen, doch bei seinen Feinden, denen geht voll der Herzbennel. Und es gibt auch nur eins, wovor der Schiss haben tut, das ihm der Himmel auf den Kopf fallen könnt. Aber wie sagt er selber, mir strunze nicht, mir habe. Rund ums Waldstadion ist es ruhig geworden, seit die Eintracht abgestiegen ist. Doch wenn man genau hingucken tut, in das Dörfchen, das wo da dazugehört, dann kann's einem ganz anders werden. Ein Grave geht mitte durchs Kaff und keiner kann von der einen Seite auf die andere laufen. Hivelix ist von den Leuten von Hibdebach zum Chef gewählt worden. Ach, wenn die das da drüben nicht glauben wollen. Ich bin der Chef vom ganzen Kaff. Drivelix auf der anderen Seite ist der Chef von Triptebach. Das Kaff bin ich. Allzumal haben sie es alles ganz praktisch in den Griff gekriegt. Und dass sie sich nicht leiden tun, daraus machen sie auch gar kein Geheimnis. Mit ein paar Sachen haben sie aber noch so ihr Problemchen. Allerdings, die Kinder kümmern sich nicht um den ganzen Durcheinander. Dreckwitz, das sind meine Äppel. Einige von den Einwohnern haben sich nicht entscheiden können zwischen Hippe und Dribbe und sind auch selber irgendwie gespalten. Im Häuschen von Hivelix. Echt, Papa, so geht es nicht weiter. Der Grabe ist ein Schand fürs ganze Dorf. Ei, Herbert, mein Bub, was kann ich denn da dafür? Der Drivelix, der alte Lappeduddel, der hat doch die Leute betupscht, für uns die Wahl zu gewinnen. Der hat ja sogar die kleine Schisse für sich abstimmen lassen, richtige Kinder. Was werde bloß unser Enkelchen mal von uns denken, Papa? Das geht doch so nicht. Hast du Idee? Oh ja, mein Bub. Ich werd mit denen von Trippe babbeln. Ich habe Rett vorbereitet, wo sich gewäschert hat. Da davon wird sich der Drivelix nicht so schnell wieder aufrabbeln. Und zur gleichen Zeit im Häuschen vom Drivelix. Ei, Papa, weißt du noch, wie herrlich das war, als der Asthmatix noch unseren Chef war? Babbelnitz, der alte Schlappeflicker hat sich auch nur die Tasche vollgestoppt und ist mit dem Schotter fortgelaufen. Und schuld an dem Ganzen ist die Hivelix, der Dummbeutel. Der hat mir die Stimmen geklaut. Der hat deine sogar Zeil versprochen. Ziemlich Äppelwoi in sich schon einleben.
Das heißt zwar nix, aber die Fulde haben's ihm geglaubt. Die Herda hat recht. Wir brauchen wieder einen Einheitshäuptling. Und denen da hinten müssen wir klar machen, dass du der Mann dafür bist. Ganz schön, was im Kopf, Spatzehirn. Ich werd's denen schon zeigen. Kurz drauf stehen sich die beiden verfeindeten Dorfteile am großen Grabe gegenüber.